In Berlin gehört es zur guten Tradition, jedes Jahr Sportlerinnen und Sportler für besonders gute Kanuleistungen zu ehren. Und das passiert auch diesmal wieder aus gutem Grund. Die Leistungen waren 2017 außergewöhnlich gut. Auf 9 internationale Goldmedaillen können Sie beim Landeskanuverband Berlin echt stolz sein. Man wird nicht von heute auf morgen Weltmeister. Man wird nicht von heute auf morgen Deutscher Meister. Sondern das sind in diesen Sportarten mindestens 10 Jahre Arbeit. Und dann braucht man noch mal ein paar Jahre, bis man an der Weltspitze angekommen ist. Und um dann am Ende eine Goldmedaille zu erhalten, braucht es von Anfang an klare Ziele. Ja, trotzdem, Weltmeisterschaft eigentlich daran teilzunehmen und sich dafür zu qualifizieren. Und ja, da halt in dem Bereich dann mal zu gucken, dass man Anschluss findet. Es ist wichtig, gute Ergebnisse und Ziele im Sport zu haben, aber wie machen die Sportlerinnen und Sportler das eigentlich mit dem Studium, mit der Ausbildung? Die Lehrer schicken ein. Die Aufgaben, die man verpasst, und man muss dann ein bisschen ein Selbststudium machen, und wenn man dann wieder in der Schule ist, geht man zum Nachhinein. Dann kommen die schriftlichen Prüfungen schon durch, die mündlichen kommen noch. Wenn alles ganz gut läuft, habe ich dann demnächst 2 Sterne auf der Schulter und kriege ein richtiges Gehalt. Und jede Urkunde, jeder Gutschein, den es am Ende gab, ist dann auch wieder ein Ansporn, es in diesem Jahr vielleicht sogar noch ein bisschen besser zu machen.